Wir haben gestern 7 Stunden vorm PC gesessen. Die beiden sind wie gesagt entkommen. 23.59 Uhr. Es droppen hier mehr Äpfel, weil mehr Blätter an einem Baum sind als bei einer normalen Oma. Boah, hier ist richtig viel Zucker da. Locker noch so 20 Stück. Und falls jetzt... Wir können ja noch eine Folge machen, falls sich gleich jemand einloggt, ne? Und damit herzlich willkommen zur 10. Episode, 204 zusammen mit Minicraft. Hallo, ich hab den mal Tag. Und wir sind hier mal spaßenshalber den Buddies hinterher gejoint. Wir wissen nicht genau, ob die, also wo die genau sind, aber sie könnten bei uns in der Nähe sein. Wir müssen x weiter runter. Ja, in die Richtung einfach, ja. Ich laufe auf deinen Blöcken hinterher. Die Sache ist halt, wir haben gerade die Folge von den Buddies gesehen, die gerade online gegangen ist. Und wir haben jetzt eine Folge von denen noch nicht gesehen, in der sie anscheinend gefarmt und enchanted haben, wie sie gesagt haben. Und die waren aber hier in der Nähe, weil die wollten uns eine Falle stellen, wie wir bei Nilo und Griefy waren. Aber die haben wir halt nicht mal gesehen, die Falle. Also ich weiß gar nicht genau, was das dann war jetzt im Endeffekt. Aber jetzt... Und so, also ich habe irgendwie gar nicht erkannt, ob die jetzt wirklich bei uns waren. Genau, Nähe, ich auch nicht. Also die haben anscheinend die Koordinaten von Nilo ablesen wollen, unter der Facecam, weil man die so halb sehen kann. Und das war uns zu risky, deswegen haben wir den ganzen Weg zurückverfolgt. Ist auf jeden Fall jetzt einfach nur wichtig, dass wir jetzt zusammenbleiben. Wir dürfen uns jetzt, ja, jetzt dürfen wir uns nicht splitten. Und die Sache ist, worauf wir halt spekulieren, ist, dass wir die jetzt eventuell treffen, wenn wir zu Holly und Eason laufen, weil die immer noch Quartz gepostet haben, Holly und Eason. Also die wurden ja gestrikt, haben Quartz offen und niemand hat die bisher, also wir wissen nicht, ob die jemand gesniped hat, weil die waren noch nicht online seitdem. Seit zwei Tagen jetzt eigentlich. Aber unsere eigentliche Vermutung, dass die Leute denken, dass wir die snipen wollen, ist aufgegangen. Also die denken das halt echt. Ja, also mehrere Leute haben uns jetzt in Discord schon geschrieben, so dass die Angst haben, Holly und Eason zu snipen, weil die glauben, wir sind dort, weil wir direkt, wie gesagt, in der gestrigen Folge, Quack 3 ist einfach um 16 Uhr drauf sind und jeder wusste, dass wir in der Nähe sind. Und das ist halt mega lustig einfach. Ich meine, wir könnten auch theoretisch zum Spawn gehen, aber wie also gesagt, hier sind jetzt Holly und Eason, ne? Also genau hier irgendwo drunter. Siehst du irgendwo einen Namen? Buddies oder so? Nee, ne? Ich auch nicht. Laufen erstmal kurz weiter. Ja, also die Sache ist halt, wir wissen von den Buddies, wie sie equipped sind in der Folge, die wir schon gesehen haben. Aber eine Folge dazwischen liegt halt noch offen. Da wissen wir, was ist hier? Hier hat irgendjemand was gegraben oder so. Warte mal, ich mach mir mal kurz noch einen Wassereimer, ne? Ja. Ich will noch mal ganz kurz. Das wissen wir halt noch nicht genau, was die jetzt haben. Aber wir glauben, dass die nicht so gut equipped sind, weil sie eben in die Konfi geschrieben haben, ja, wir haben jetzt... 2 Folgen gefahren, haben nichts bekommen. Ist nicht so vertrauenswürdig, aber keine Ahnung. Aber die haben halt ziemlich viel Zeit damit verbracht, ihre Fallen zu bauen und hin und her und haben halt dadurch halt relativ viel Zeit auch verschenkt. Exakt. Und vor allem durch ihre Fallen kriegen sie halt in den meisten Fällen auch nicht mal Loot, wenn sie halt so wie also überhaupt funktioniert hätten. Ja. Und ich meine, ihr habt ja schon einige Fallen gesehen, die online waren und von denen ist halt noch niemand gestorben. So, den hat überlebt, Tobi hat überlebt und in der neuesten Falle G-Time. Und keine Ahnung, was noch war, ich habe noch nicht alles gesehen, aber die bauen ja hier fast jede Folge Fallen. Und das ist auch ein Grund, warum wir hinterher gejoint sind, denn wenn die das machen, dann splitten die sich meistens. Also sprich, einer farmt oder einer macht dem Nether was und der andere ist am Spawn. Und wir dachten uns halt, eventuell treffen wir einen von denen solo und das ist dann halt ziemlich safe. Ja, warte mal, welche Richtung ist 0-0? Ja, hier. Ne? Ja. Weil dann würde ich vielleicht jetzt die Teamchats in der Luft machen. Bei den beiden passen wir jetzt auch noch auf, wir machen halt nichts irgendwie, was bauen wir irgendwas ab. Wir stellen unsere Kisten auf und machen nichts anderes. Ja. Und, Netherrack. Premium. Mein Junge, mein Movement ist so low. Ah, same. Ist es von uns vielleicht sogar hier, dieser Weg? Ja, so Cobblestone könnte... Unser Erkennungsmerkmal. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob wir direkt auf die treffen wollen. Ich weiß nicht, wie Equip eben aussieht, aber von dem, was wir gesehen haben, hätten wir auf jeden Fall reelle Chancen. Aber ich denke alleine schon, damit die Leute halt auch wissen, das ist wieder so ein Zeichen setzen eigentlich. So, die Leute wissen jetzt halt so, wir haben keinen Schiss vor irgendwem so. Ja, das Ding ist halt einfach, wir wollen halt einfach jetzt auch nicht die ganze Zeit nur snipen, weil snipen ist halt einfach. So. Lass die bitte am Spawn sein. Am besten gesplittet. Die erwarten hundertprozentig nicht, dass wir die snipen. Weil wir sind extra auch ein paar Minuten später hinterher gejoint. Also ist ja kein wirkliches Snipen. Ja, nee. Du bist gerade ein bisschen weiter weg, ne? Okay. Aber ja, kann halt alles passieren. Frische Blöcke. Ja, muss halt nicht geladen sein, der Chunk, ne? Hier liegt noch D-Rat. Es hat ihn noch niemand aufgenommen, ne? Ja, das ist aber, obwohl Server Reset, ne? Stimmt eigentlich. Warte, ich geh mal hier auf den Baum. Ich bin auf dem Baum. Ich sehe aber nichts. Wie weit müssen wir noch? 300 Meter. Ja, 0-0, oder? Ja, ja.
Warte, bleib mal ganz kurz stehen. Ich sehe dich nicht mehr. Ich bin über dir, auf dem Baum. Hi. Hi. Ich bin unten jetzt wieder. Ja. So, wir haben auch die Enderperle und eventuell werfen wir die auch einfach direkt, wenn wir einen von denen alleine sehen. Unsere einzige Sorge ist halt nur, wir wissen nicht, was die in der letzten Folge gemacht haben. Und wenn die keine Equip gefarmt haben, könnte es ja auch sein, dass die eine Falle gebaut haben, wo man uns reinlocken kann. Ja klar, aber wenn die halt uns versuchen, irgendwo reinzulocken, werden wir halt schon einfach aufpassen. Also das ja. Kann trotzdem noch alles passieren, aber... Also die Buddies sind halt so höchste Gefahrenzone, sag ich mal, was irgendwie Fallen angeht. Oder irgendwas in die Richtung. So, denk dran, keine F3-Commands. Sagst du immer wieder. Ja, so als ob ich das halt die ganze Zeit so verlockt bin, so als wenn ich mir richtig verkneifen muss, aber so ist es nicht. Glaubst du, die sind vom Spawn vielleicht sogar weggedodged? Damit wir jetzt, wenn wir kommen, nicht auf die treffen? Mach ich halt nichts mal. Na, da ist die Falle von denen noch mit den Eisenblöcken. Also hier ist halt keiner. Würdest du in Nether gehen? Ich glaube nicht, ne? Weil man zieht nicht eine ganz schnelle Teamchest auf, stellen einfach hier in die Luft. Kann man machen, ja. Ich kann nicht craften, ne? Hast du mich? Ja. So, ich mach auch direkt Shield, ne? Ja. Mach sie dann einfach hier so, gucke. Ja, Moment, ich komm gleich. Stell sie einfach hier hin. Jetzt hier oben einfach in die Luft und so. Oben drauf nochmal? Ja, ne? Ja, so genau so. So, Shield drauf. Hashtag zick, zack. So, Shield ran. Apfel mache ich ran, das Buch mache ich ran. Öfen mache ich ran. Kohle mache ich ein bisschen was ran. Strings brauche ich gar nicht gerade. Ah ja, genau, das kann ich einfach ranmachen. Welche Richtung willst du jetzt noch ein bisschen gehen? Ich weiß nicht. Was denkst du, wäre schlau? Ja, das kann eigentlich alles irgendwie stimmen. Die Frage ist halt... Wollen wir kurz in den Nether gehen und dann... Das weiß ich nicht, weil es ist erlaubt, das Portal zu campen. Es ist nur nicht erlaubt, da Traps zu machen. Kann halt sein, dass die dort auf uns warten, ne? Hm. Da war die Falle, von wo Tobi reingelaufen ist. Ach, ich weiß halt nicht, was wollen wir machen? Wollen wir zurück in den Sumpf laufen? Ich glaube, die Richtung ist einfach die sinnvollste. Einfach Richtung Swarm. Okay. Richtung Holly nochmal. Vielleicht finden wir sie. Also ich glaube, vielleicht treffen wir sie einfach so lucky. Wäre halt richtig ärgerlich, wenn die jetzt gerade im Nether wären. Ich meine, wir sehen es dann in deren Folge. Das ist übrigens dieselbe Folge. Und es ist unter der Woche. Das heißt, 16 Uhr sind beide unsere Folgen online. Also checkt auf jeden Fall bei denen vorbei, dann seht ihr, was da passiert. Weil vielleicht sind wir uns echt knapp vorbeigelaufen oder sowas und haben uns verpasst. Das kann halt alles sein. Wir müssen uns echt wieder um... jetzt jemand einloggt, Alter. So, die Sache ist, ich habe jetzt schon 20 Fleisch verfressen in den letzten beiden Folgen, ne? Also wir müssen uns echt wieder um Essen kümmern, finde ich. Ja, ich habe auch ab und zu Schweine hier noch so ein bisschen gesehen. Okay. Also einfach nochmal denselben Weg zurück, ne? Ja, würde ich sagen. Einfach Lucky rotieren, vielleicht... wir uns einfach so einfach... Wenn die halt farmen, ist das halt die übelst verschwendete Folge, ne? Das ist halt... traurig, aber wahr. Weil es kann halt sein, dass ja. Die farmen. Wenn die halt wirklich gefarmt haben, die Folge davor, und sie haben wirklich nichts gefunden, dann werden die wahrscheinlich eh noch meinen. Risiko müssen wir aber eingehen. Ja. Nur unser Gedanke war halt, die waren halt auch beim Sumpf und haben dort halt gefarmt, angeblich, ja? Ja. Also dort waren sie das letzte Mal. Wo müssen wir noch hin? Einfach noch gerade. Weiter geradeaus. Hier so ein bisschen rechts. Das muss beides negativ und das ist halt nicht so hoch negativ. Und der Gedanke war halt, dass die vielleicht, wenn die genug Gier haben, dass sie von dort wieder zum Spawn zurückgehen. Aber wir wissen es halt nicht so. Die werden jetzt bald gekickt. Mal schauen. Also bald. Ja, noch haben wir. Ja. Halbe Folge ist das jetzt rum. Ja, wir sind ein bisschen später drauf, ne? Na gut. Kleines bisschen später. Also die Anspannung ist auf jeden Fall wieder da, muss ich sagen. Ich spür's. Hey, sind Kühe, wollen wir die mitnehmen? Ja, auf jeden Fall. Gleich braten oder einfach so mitnehmen erstmal? Wir können es geht erstmal eher ums Leder, würde ich sagen. Ja. Und die droppt natürlich keins. Gute Kuh. Eins bekommen. Hier ist noch ein Schwan. Noch mit. Ein Buch. Ich könnte ein Buch theoretisch mehr machen. Dann hätten wir 4 Bücher. Ich habe halt noch 2 jetzt gerade, ne? 6 Bücher. Lass mir hier nochmal zu den Kabel zurück. Oder wir, also keine Ahnung, es wäre auch nicht dumm, wenn wir uns jetzt, weil wir könnten uns jetzt hier durch zu den Cords von Holly und Ethan. Meinst du, das ist safe? Ich kann mir gut vorstellen, dass sie dort eine Falle hinbauen. Also wir können sowieso nochmal dorthin laufen, aber ich würde mich nicht hinstellen. Ja, wenn sie jetzt da eine Falle hinbauen, wäre da gut. Ja, weil wir sie treffen, meinst du, ne? Ja. Aber wenn wir es halt nicht sehen, und dann, oder die werden gekickt, genau, wenn wir dort sind, und dann ist dort aber irgendwie... Jawohl, wir sehen die Falle dann wahrscheinlich direkt, ne? Ja, ist halt... Aber ich würde ehrlich gesagt lieber an der Oberfläche bleiben. Stärke 4 plus 13, die sind 2 Minuten easy. Warte mal. Die Cords nicht offen, du musst vorlaufen. Ja, ja. So.
Minus, wir müssen noch minus 400 die Richtung auf Z. Hier so hoch. So. So. Die Emeralds haben wir weggeschmissen, ne? Ich glaube, ja. 100 Blöcke noch hier rüber. Also hier durchs Wasser, dann sind wir gleich da. Wollen wir mal auf die genauen Quads gehen und dann runter gucken? Vielleicht sehen wir die noch. Kann ja so sein. Wir machen. Das ist minus 654 und minus 406. Auf Höhe 11 sind die. 654 ist noch weiter nach links. Ja. Das müsste hier beim, an der Grenze vom Zauberwald sein. Hier so irgendwo. So. Warte mal, das ist im Wasser genau, oder? Oder hier vielleicht noch so drüben? Minus 406 und 654. 654, 406, hier. Mhm. Ich sehe keinen Namen unten. Ne, ich sehe nichts unten. Du? Nee, auch nicht. Enchanter haben wir mit, ne? Wollen wir Bücher verzaubern noch schnell mit den Leveln, die wir haben? Ja, lass es machen. Ich habe ein Level halt. Na, ich habe ein paar mehr. Gleich 6 Level, wenn ich das Schwein hier noch kill. Kommst du zu mir rüber wieder? Oder wie machen wir es? Ja, komm, ich bin hier. Okay, warte, ich kill noch das Schwein. Hast du Öfen mit? Yep. Stell mal. Eins für Kuh, eins für Schwein. Hast du auch noch Kuh? Ja, oder? Ein. Na, die werden gekickt. Ja, ist halt RIP, ne? Halt. Schade. Eine Wasted-Folge, ein bisschen sehr so, wasted. F oder Power kann ich jetzt nicht machen. Also, mal hier. Was soll ich machen? Soll ich eine Pickaxe noch machen? Ja, brauchen wir am ersten, ne? Ja. Guck mal, ob ich noch einen Firespike kriegen könnte. Also Eisen-Firespike, dann kann ich mir... Sharpness kann ich machen, mach ich. Und ja, wieder nur Power oder so ein Schild. Ihr Schlawiner. Ja, du bist zwar Wiener, aber kein Schlawiner. Hoho. Sag mal noch eine Pickaxe. Dann gebe ich dir auch gleich noch eine von denen. Ja, ärgerlich halt, ne? Ja, können wir nichts machen, aber... Ja, ja, ein Versuch was wert. Soll ich Plot oder Sharp machen? Ich habe jetzt zwei Sharp-Bücher dann. Also das wäre das dritte. Oder soll ich Plot machen? Mach lieber Sharp. Ja? Brauch ich drei Level. Als letztes haben wir Plot 3 schon gemacht, jeweils ein Teil. Ich brauche noch ein Level, lass mich die Sachen mal draußen nehmen. Vielleicht kriege ich das. Oder irgendwas anderes. Ich habe eh nichts rausgenommen. Okay. Also ich weiß, aber die Theorie... Wir könnten natürlich noch eine Folge aufnehmen. Wir haben keinen Bock auf Snipen. Willst du in den Nether gehen? Naja... Ja, macht auch nicht viel Sinn. Ja, es ist halt nicht safe, aber wir kriegen halt Level und das brauchen wir gerade am ehesten, ne? Weil ich kann halt Sharp 4 machen, wenn wir noch ein paar Level kriegen. Bücher haben wir. Ja, ich würde erst in den Nether gehen, wenn wir irgendjemanden killen, der halt wirklich viele Bücher hat. Dann lohnt sich das halt richtig, eine richtige Session dort zu machen. Ja, aber meinst du nicht, dass das Quarz dann schon weg ist? Du musst dir denken, wenn jetzt noch einige Leute sterben, wenn wir jetzt noch ein Team killen, sagen wir, irgendwer andere killt noch ein Team. So viel Quarz, also im Nether... Ja, aber die Border wird halt kleiner, deswegen. Ich meine, es dauert schon noch ein Stück, aber passiert halt früher oder später, ne? Und better safe than sorry. So, wie lange haben wir noch? 2 Minuten. Ich kill nochmal hier kurz ein paar Viecher. Ja, ich habe auch noch ein paar Schafe geholt. Hinten ist noch eine Kuh und ein Schwan. Ja, es tut uns halt leid wegen der Folge. Aber wir können nicht viel machen, also keine Ahnung. Ihr müsst verstehen. Leiten ist immer sehr aufwendig. Ja. Und mal wartet mal in 7 Stunden und dann ist halt RIP. So, ist noch ein Schwan. Ich müsste mir das nicht machen an sich, aber es halt... Ist halt praktisch mal die einzige Möglichkeit, wie man an Kills kommt gerade, weil einfach jeder meint. Auch, keine Ahnung, Leute, die Full Deer haben, meinen halt weiter. Oder farmen halt weiter oder so. Es traut sich halt niemand irgendwie raus, das ist halt ein bisschen ärgerlich gerade. Ja, es ist sicher, es ist halt wahr, man ist angespannt und so. Ja, aber klar. Ich weiß nicht, irgendwas muss halt aber passieren. Was würdest du machen? Würdest du echt noch eine Folge machen oder? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Nein, also jetzt nicht noch eine Folge, je nachdem, was jetzt passiert, wer jetzt sich noch einloggen würde, weißt du? Ja. Dass wir jetzt noch kurz warten, meinst du, und schauen, wenn Holly und Ethan joinen, dass wir uns dann einloggen einfach. Aber ja, dass wir jetzt vielleicht jetzt nur eine halbe Stunde oder so einfach chillen. Ja, weil ich habe Hunger und ich will nicht campen wieder. So 7 Stunden triggern. Nicht so Bock drauf. Was könnte ich jetzt noch so spontan enchanten? Ich habe noch ein Buch, wenn du willst. Obwohl, nein, das verzauber ich jetzt. Na, Moment. Ich habe ja genug Bücher. Warte, ich gebe dir kurz das Chicken. Was ich gerade rausgenommen habe, ich habe so viele Level gebraucht. Ich mache mir einfach eine Spitzhacke. Chicken liegt. Was soll ich jetzt machen? Brot oder Sharp? Sharp, oder? Ja, mach Sharp. Okay. So, hast du noch ein Buch? Ich habe 4 Bücher noch. Drop mir mal eines. Hier. Gut, ich kann mir ein Plot-Buch machen. Habe ich jetzt gemacht, ich habe eh keine Level. Ich kann mir auch ein Plot-Buch machen, aber brauche wieder 3 Level.
passt. Ja, dann würde ich noch ein Brotbuch machen und ich würde schauen, dass ich noch ein Schabbuch bekomme, dann habe ich auch Schab 4, ne? Ist der Plan. Ja. Bau dann Enchanter wieder ab. Nimm du den wieder. Das ist dahin. Brauchst du eine Pickaxe? Ich habe jetzt 3 FE1. Ich habe 2 FE. Okay, dann ist egal. Nee, eine Unbreaking. Oh Mann, ist das ärgerlich, Alter. Also hier bleiben einfach, ne? Ja, sozusagen. Jetzt wird's halt Nacht, ne? Ist halt ärgerlich. Wenn wir zur Nacht gekommen wären, hätten wir wenigstens Level farmen können. Ja, die Folge, die muss man abhaken, die war jetzt nicht so baba, aber. Ja. Wäre auch komisch, wenn einfach jede Folge fliegt. Das stimmt. Ah ja. Naja, mal schauen, ob sich gleich noch jemand einloggt, Leute. Ihr werdet sehen in der nächsten Folge. Aber sowas gibt's halt auch immer wieder. Auf jeden Fall. Einfach auch chillen. Ich muss mein Wasser noch holen, ne? Das mache ich, glaube ich, gleich am Anfang der nächsten Folge oder schnell noch hier. Hab's. Easy. Gut, dann bedanken wir uns trotzdem natürlich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Ihr könnt gerne die Merch bei uns, also bei uns beiden halt abchecken. Ich hab gerade den falschen Julian, aber check's trotzdem aus. Ja, ich auch, aber ist egal. Also, ja, wir sehen uns morgen. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Ciao. Ciao.